So, hallo. Wie ihr sehen könnt, es ist nicht mehr der gleiche Tag. Das heißt, ich muss mich gleich erstmal ein bisschen reinfuchsen, wo wir überhaupt stehen geblieben waren. Und ja, ich glaube, es war Winter. Wir hatten wenig Essen und die Tiere waren am Verhungern oder so. Schauen wir mal. Naja, Spielladen, zack. Dann laden wir mal, dann schauen wir mal, was das hier wird. Momentan haben wir ja draußen wirklich so ein kleines Schneesturm-Dings da. Passend zu den 6 weiteren Wochen Winter, die es geben soll, weil Murmeltier Phil seinen Schatten gesehen hat. Ja, okay, also wir hatten hier Besuch von irgendwelchen Leuten. Ratte ist dem Zusammenbruch nahe. Irgendwie Jefins Frau war gestorben. Kerstin guckt das. Was macht Kerstin? Entspannt sich mit anderen. Guckt Ratte beim Schlafen zu. Okay. Ja, das ist alles sehr schön hier. Genau, ein bisschen Essen haben wir auch noch. Das machen wir zu, damit das hier nicht zu kalt wird. Vielleicht. Nee, das lassen wir so. Aber wir sollten hier die Holzwände, obwohl das ist der Stall nur, ne? Können wir ruhig da stehen lassen. Was haben wir denn überhaupt an Rohstoffen hier? Warte mal, kann ich gar nicht erkennen. So. Silber, 3 Eier, ein bisschen Kräutermedizin und Medizin. 60 Bauteile, das ist schon mal gar nicht schlecht. 9000 Heu, das sollte erstmal reichen. Und ein paar Steine. Nicht so scheußlich viel Stahl. Hier liegt was, okay. Ah. Wir brauchen Lagerraum. Der Lagerraum ist zu klein. Nun würde sich das anbieten, hier gleich einen hinzubauen, aber dann würde das gleich von draußen in den Lagerraum gehen. Ich weiß nicht, ob ich das will. Und der schöne Schneemann wäre kaputt. Außerdem ist das eine Anbauzone. Okay. Wenn wir das überdachen, könnten wir da noch Noko-Pilze anbauen. Sieht gar nicht so voll aus momentan. Was ist denn da? Irgendwas scheine ich schon. Wahrscheinlich das ganze Holz ist ja hier in die Anlagen gegangen. Wahrscheinlich ist es deshalb hier nicht so voll. Was ist hiermit? Hier könnte ich doch noch Lagerzone draus machen. Ist schon eine. Okay. Wenn ich hier eine Lagerzone habe, dann brauche ich ja eigentlich hier die Wand nicht, ne? Sag ich mal so. Und kann hier einen Fußboden hinbauen. Zack. Gudi. Dann stellen wir mal die Geschwindigkeit hoch. Ich glaube, hier ist nichts weiter, was wir. Oh, ich glaube, die hatten nichts, ne? Oh Mann, alles voll Ratten. Könnt ihr mal die Ratten reintragen? Dürft ihr das? Außerhalb der erlaubten Zone, okay. Damit wir die Ratten essen können, weil die sind gutes Fleisch. Okay. Jetzt vielleicht? Ja. Jeder trägt eine Ratte, weil viele Hände schaffen schnell ein Ende. Aktuell kein Träger, okay. Soll ich Ratte eine Ratte tragen lassen? Will kein Träger sein, ne? Okay, wenn er kein Träger sein will. So, genau, jeder trägt eine Ratte. Okay, vielleicht sollten wir hier auch eine. Wohl ist warm genug hier drin eigentlich.
Ach je, vielleicht sollten wir mal die Küche sauber halten. Wäre das eine Idee? Ich meine, hier ist ja schon auf. Reinigen gestellt. Carsten soll verdammt noch mal forschen. Okay. Ureinwohner der Fraktion der Clan der Grube hat das Gebiet verlassen. Okay. So, wie sieht es denn bei unseren Tieren aus? Also mittlerweile hungert nichts mehr. Das ist ja auch schon mal gut. Ja, und dafür haben wir einen Timberwolf dazu bekommen, den wir irgendwie ernähren müssen, was vielleicht problematisch ist. Rentiere. Wir haben Rentiere beider Geschlechter. Wir haben Muffalos beider Geschlechter. Sehr gut. Wir haben Geißen und Steinböcke. Sehr gut. Und wir haben einen Truthahn. Eine Truthenne noch. Und zwei männliche Yaks. Also die Yaks können wir schon mal nicht züchten. Schade. Können wir ein... Nee. Na, Gott sei Dank, endlich wird es sauber gemacht hier. Man muss es natürlich wieder selber machen. Verdammte Hacke. Sehr schön. Wir müssen gucken, dass wir hier noch mehr Lagerhalle hinbauen können. Was aber schwierig wird, weil das ist ja, wie gesagt, momentan noch... Ben spricht zusammen. Warum bricht Ben zusammen? Bedürfnis. Starker Entspannungsmangel. Mein Haustier starb. Zurückgewiesen von Kerstin. In der Hitze geschlafen, verschwitzt. Vermisse mein Haustier. Ja, es ist gestorben, wie wir schon festgestellt haben. Siehst du, das sieht doch gut aus jetzt. Das sieht doch gut aus. Wollen wir hier noch Holzfußboden irgendwie reinmachen? In den Stall? Wir haben kein Holz, also brauchen wir dann das nicht, wa? Guck mal, ob ich hier noch irgendwas auf der Karte habe. Das ist auch irgendwie alles sehr... Wir haben sehr wenige Berge hier, das heißt sehr wenig Eisen, das man abbauen kann. Das ist ein bisschen blöde. Ach ja. Jetzt mal hier durch. Ah, da ist Eisen. Oder Stahl. Viel mehr. Was fehlt uns hier? Holz fehlt uns hier und Stoff. Okay. Ah ja, verschmutzter Kochbereich, damit müssen wir jetzt erstmal leben. Obwohl mittlerweile alles schön sauber ist. Und das ist schon die schnellste Geschwindigkeit hier. Oh, warte mal, da ist... Könnte man nicht hier auch noch... Sicherheit so einen hinbauen?
Vielleicht zwei sogar, aber nicht zu nah beieinander. Achso, ich habe eh keinen Stoff mehr, na gut. Aber kann man dann ja bei Gelegenheit. Obwohl, wir könnten ja hier so diese Barrikaden bauen. Dann können wir auch... Ah, die sind wieder aus Holz. Warte mal, Barrikade aus Granit. So. Inspirierter Hand... Wutanfall, Heiko, was ist nun los? Hat einen Wutanfall. Sehr hungrig, deshalb Wutanfall. Okay, gut. Schade, dass es hier keine Snickers-Riegel gibt, aber... Da liegt doch sogar Essen. Was will ich denn eigentlich? Ein Rentierfleisch, Rattenfleisch und Nokopilz. Frisch. Ist doch wunderbar lecker. Gyros. Toll, jetzt frisst der Truthahn mein Essen. Verfickte Hölle. Okay. Das ist alles hier reingeräumt, wa? Ist hier gar keine Lagerzone? Doch, hier ist eine Lagerzone. Komisch. Linker Zeigezeh. Was ist ein Zeigezeh? Zeigt man mit dem zweiten Zeh von innen? Ach so, Lebensmittelvergiftung, okay. Darum bin ich hungrig. Ratte hat Nahrungsmittelvergiftung. Ja, das war sehr dreckig in der Küche. Party! Carsten schmeißt eine Party. Ja, so kennen wir ihn. Jeder, der hingeht, wird sich durch soziale Interaktion entspannen und eine nachhaltige Verbesserung der Stimmung erfahren. Sehr schön. Das ist gut. So, Carsten, wo bist du denn? Wo hast du deine Party hier? Ach, da unten. Okay. Carsten feiert die Party bei Markus. Okay. Bin ich nicht eingeladen oder was? Doch, da bin ich. Okay. So, dann wollen wir mal hier im Krankenhaus ein paar bessere Wände hinbauen. Wenn irgendjemand sich zuständig fühlt zum Bauen, heißt das natürlich. Kalinkos Luftangriff. Fünf Piraten haben ein Lager errichtet und belästigen Karawanen der Fraktion das Exodus-Imperium. Kalinkos plant einen Luftangriff auf das Lager. Er möchte, dass du sieben Soldaten zu sieben so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind ja fast alle. Um den Angriff durchzuführen. Er wird einen Shuttle schicken, um deine Kämpfer abzuholen und sie zum Angriffsort zu bringen. Anschließend werden sie wieder nach Hause geflogen. Sie bekommen unterwegs Verpflegung. Sobald der Angriff beginnt, musst du innerhalb von 3,3 Tagen alle Feinde und Geschütztürme besiegen. Nein. Aha, siehst du.
Was ist das hier? Granit. Okay. Abwechslungsreiche Entspannung. Ich habe den Tisch, ich habe hier einen Schachtisch. Was wollt ihr denn noch alles? Sag mal. So einen kann ich noch hinbauen, aber aus Granit. So. Carsten hat eine Nahrungsmittelvergiftung bekommen. Okay. Scheint ein beibehaltenes Problem zu sein. Sehr gut. Okay. Irgendwie vielleicht sollte ich gucke hier hin auf den Monitor, aber dann gucke ich scheinbar hier vorbei. Also entweder müsste ich mich jetzt auf die andere Seite schieben oder vielleicht das Ganze spiegeln. Vielleicht. Ratte hat eine Fressattacke. Okay. So, wir brauchen wieder Holz. Marmormeteorit, okay. Hier. Das war knapp. Ah, siehst du, da entspannt sich Ratte. Bench hat schon wieder was. Was hat Bench? Bedürfnis. Mein Haustier starb. Ich vermisse mein Haustier. In der Hitze geschlafen, zurückgewiesen von Nuno. Dunkel, leichter Entspannungsmangel, zurückgewiesen von Kerstin. Unansehnliche Umgebung, schläfrig. Ja, dann geh zu Bett. Das ist das Einzige, wo wir was gegen machen können. Okay, gucken wir mal Zeitplan. Da wollten wir eigentlich die Leute nicht so festlegen. Und Entspannung, sagen wir mal zwischen 19 und 22 Uhr, sollen sich alle entspannen. Dann könnt ihr danach schlafen. So. So, das ist die typische Filmabendzeit. Okay. So, was ist denn jetzt schon wieder mit Carsten und seiner schlechten Laune? Stärkere Schmerzen, Pessimist, schläfrig, verschwitzt, ohne Tisch gegessen, mein Rivale starb. Wer war denn dein Rivale? Da hat es ausnahmsweise mal den richtigen erwischt. Es gibt doch noch so etwas wie Gerechtigkeit auf dieser Welt. Okay.
Inspirierte Zähmung Nussi. Okay. Nussi kann zähmen. Dann wollen wir mal gucken, ob wir hier in der Wildnis Tiere haben, die wir gerne zähmen wollen. Also, Timberwolf, haben wir schon einen? Haben wir einen weiblichen Timberwolf oder haben wir einen männlichen? Wir haben männlichen. Brauchen wir zwei männliche? Ich glaube nicht. Grizzlybär, das wäre natürlich auch cool, einen Grizzlybär zu zähmen. Oder ein Waag, aber auch Waag will wieder lecker Fleisch essen und so. Also Waag ist ist ein norwegischer Wolf im Prinzip. So ein Schreckenswolf. Waag wäre am schwierigsten zu zähmen. Also vielleicht Tierpflege, Nussi auf Tierpflege. Alle anderen, nein, das ist nicht Tierpflege. Alle anderen machen wir weg von Tierpflege, damit sich da niemand übernimmt. Und dann, ach, will ich lieber den Grizzlybär oder das Waag? Also Timberwolf, Waag, Rentiere haben wir. Schwierig, schwierig. Ich glaube, wir möchten fast den Grizzlybären. So, Nussi. Dann 10-mal den Grizzlybären. Da bin ich ja mal gespannt. Kannst du mal den Grizzlybären zähmen? Nussi, wo bist du? Da. Kein geeignetes Essen verfügbar. Da geht's nämlich jetzt schon los, siehst du mal. Das heißt, wir müssen jemanden in die Küche schicken. Wer kocht gerade? Bop, bop, bom. Carsten, Nono, ne, Jefim und Kerstin, die kochen. Der hat gerade nichts zu tun. Ach, Carsten schläft. Okay, lass mal Carsten mal schlafen. Jefim, sagen wir mal. Nee, schlachten. Er soll die Ratten schlachten. Okay. Hungernde Tiere schon wieder. Ach, der Timberwolf, ja, logisch. Logisch. Der Timberwolf darf hingehen, wo er will, sagen wir mal. Ah, haben wir den Bär bekommen? Ja! Ah! Wir haben einen Grizzlybären. Zack, bumm. Hochzeit steht an. Markus und Nuno, die lebenslange Treue hat. Markus hat Nuno die lebenslange Treue geschworen. Nuno hat ihn angenommen. Hat ihn angenommen. Den lebenslange Treue, oder was? Oder den Schwur? Oder. Grammatik müsst ihr nochmal üben, Leute. Nuno hat ihn angenommen und die beiden sind jetzt verlobt. Irgendwann in den kommenden Tagen oder Jahreszeiten. Kommenden Tage oder Jahreszeiten. Gibt es nicht zwischen Wochen oder so, gibt es nicht. Werden sie ihre Hochzeitszeremonie abhalten und alle Kolonisten dazu einladen. Überlege dir, einen Hochzeitsplatz aufzustellen, wenn du kontrollieren willst, wo die Zeremonie stattfindet. Nur Krankenschwester wird ihren Nachnamen in Lind ändern. Okay. Lind. So. Also diesmal ist das nicht so, dass der gute Herr Markus den Namen von Nuno annimmt, sondern diesmal ist es umgekehrt.
Das ist ja sehr schön. Okay, wir brauchen bei Diverses war, glaube ich, der Hochzeitsplatz. Da. Sagen wir mal zwischen Billardtisch und Pokertisch sollen die heiraten. So. Goodie. So, dann können wir jetzt ein paar mehr auch auf Tierpflege stellen. Zap, zarap. Blub, blip, blip. So, und auf Bettruhe. Und hier stellen wir noch ein paar auf 2 und so. Achso, das ist Hilfsarbeit. Okay, da ist egal dann. Waffenhändler. Oh, kommen von hier. Okay. Ja, mal gucken, was die haben, diese Waffenhändler. Ein Waag macht Jagd auf Rentier Nummer 2. Okay, vielleicht kriegen wir das Waag auch noch. Weil das läuft jetzt hier durch die ganzen Fallen. Was? Nein! Du sollst schießen. Warum kann ich nicht schießen hiermit? Shit. So, okay. Wen haben wir da? Nussi ist relativ nah bei. Relativ. Oh nein, ne? Das ist Eduard. Okay. Männchen Steinbock liegt bewusstlos herum. Fick, fuck, fuck. Scheiße. Nur weil Nussi nicht in die Puschen kommt hier. Na, wir haben noch mehr Steinböcke. Waag beschießen. Cool. Sehr gut. Waag beschießen. Cool. Guti. Warum habe ich hier die ganzen Fallen aufgestellt, wenn das Waag da einfach durchlaufen kann, ohne dass was passiert? Und was ist mit den beiden hier? Warum schießen die nicht auf das Scheißwaag? Bescheuert. Naja, da ist die halbe Stunde schon wieder rum. Wie die Zeit fliegt, wenn man Spaß hat. Ja, dann kommt jetzt wieder hier. Bitte like das Video und schreibt einen Kommentar. Und 84% der Leute, die dieses Video gucken, sind diesem Kanal nicht subscribed. Weil das meine Statistik sagt. Also subscribe diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay. Nein, das war verkehrt, oder? Ja. Ich bin immer noch da, aber jetzt gleich nicht mehr. Auf Wiedersehen.